Mein Name ist Katja Rothas. Ich arbeite im Kulturbüro der Stadt Mörs seit gut einem Jahr. Mein Schwerpunkt im Kulturbüro ist der ganze Bereich kulturelle Bildung. Das heißt, ich unterstütze Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Schulen, aber auch Künstler, Projekte zu realisieren, die vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen zugutekommen, im Bereich eben der Schule, aber auch im Bereich offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, wie zum Beispiel Jugendzentren und Ähnliches. In der Regel ist meine Aufgabe, diese Partner zueinander zu bringen, das heißt organisatorisches, und dann am Ende aber auch die Anträge auf den Weg zu bringen. Das heißt, ich ermittle, passt dieses Format in das Format Rucksack, Kulturrucksack jetzt in dem Beispiel. Ich ermittle die Kosten, schaue, dass das alles passend gemacht wird für diesen Antrag und sammle quasi diese vielen Projektideen für den Kulturrucksack aus dem Stadtgebiet Mörs, stelle die zusammen zu einem großen Antrag, bringe das auf den Weg. Also an dem Job hier im Kulturbüro und auch speziell an diesem Bereich kulturelle Bildung begeistert mich, dass das Kulturbüro dazu beitragen kann, Projekte zu ermöglichen. Und ganz speziell auch für Kinder und Jugendliche, die vielleicht erstmal nicht automatisch aufgrund ihrer Herkunft aus einem Elternhaus einen automatischen Zugang zu Kultur und kultureller Bildung haben, dass diese Kinder auf diesem Wege doch sehr schöne Projekte nicht nur erleben, sondern auch selber kreativ werden können. Und das begeistert mich. Das macht mir Spaß. Ich glaube, unter anderen Umständen wäre ich da mehr eingebunden und hätte sicher auch überall mal meine Nase durch die Tür gesteckt. Das würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft sehr wünschen.